Ja, hi, zurück zum Witcher. Wir sind noch beim blutigen Baron, ne? So heißt er ja. Und der will nicht so recht mit der Sprache rausrücken. Schauen wir mal, was er jetzt zu erzählen hat. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lasse dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Stell dir vor, es wäre deine eigene Tochter. Dann müsste es schnell gehen. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Glotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald, nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens Taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich Ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Überall nur das Sünde. Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich ziehe ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen Ein haben. Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild.
Die Größe stimmt. Ah, okay, da das Bild. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Okay. Der Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Der Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Okay, dann das andere Zimmer, oder? Na, Suche beendet? Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Hervelus? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Suchen, du Streuner. Okay, dann gucken wir uns das vielleicht mal an, ne? Toll gefurzt, Alter. Prima. Okay, dann hau ich mal ab, ne?
du hast Augen wie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Der ist da drin schon eine beschissene Stunde zu Gange. Der muss ja ein Ding. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und er trinkt andauernd. Seifensteine? Aha. Keine schlechte Idee. Ja, außer mit Mücken zu verbinden. Ich rede von dem Kreischen. Der verwüstet gerade den Bauern die Stelle. Spinnst oh, was du? Haben wir hier so? Oh, nein, machen wir Licht wieder an. Ah. Will der den Pöbel retten? Wahrsagerei. Auspeitschung. Gewinn. Neuer Spieler gesucht. Na gut. Faustkämpfe. Auftrag. Kreischling. Okay, Crazy Monster ist das und Pferderennen, na gut. Baron Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, Mann. Okidoki, was haben wir denn hier markiert? Und eigentlich jetzt... Dahin, ne? Ja. Okay. Das wäre dann volle Möhre in die andere Richtung. Komm, Pferdchen, was ist denn los? Plötze. Plötze hat schon wieder keinen Bock auf Tor. Komm. Komm, das geht da durch. Glaub mir. Wenn ich absteige und da durchgehe. Oh, Plötze, du alter Vogel. Oh, nein, schlachten wollte ich dich noch nicht. So. Oh nein, das die Tor ist zu. Plötze, das schaffst du. Ey, lecco mio. Oh, komm mit, Pferdchen. Ja, alleine kommst du da durch, ne? Mit mir drauf nicht. Idiotisches Vieh. So. Los, lauf! Ist das so? Man kann ja mal ausprobieren, was passiert. Oh. Okay. Armbrust. Na, viel hilft tut ihn nicht. Wow, die sind aber fit. Vielleicht muss ich erstmal ein bisschen mein Equipment
tun. Ich brauche nämlich mal lecker Mieteressen. Hallo, hallo? Ja, nützlich ist. Und jetzt Öl. Was habe ich denn für schönes Öl? Was da? Was habe ich denn hier? Gewöhnliche Gegenstand, Wasserflasche natürlich nicht. Haben wir Crazy Öl? Trank, das hilft jetzt mal nichts. Ich habe kein Öl, egal. Was bringt dieser Donner? Ich weiß es nicht mehr. Oh, sehr freundlich. Wow. Jetzt langsam blöd. Mal kurz ins Inventar. Mann! Zielt auf seine Augen! Dir wird's noch leid tun, dass deine Mama dich ausgepresst hat. Okay, kaputt. Aber die anderen sind hart, ne? Oh. Du bist so gut wie tot. So. Das zum Thema, du bist gleich tot. So, was haben wir hier? Noch jemand? Okay, was bringt die Hütte? Kohle. Rezept, aha. Und wunderschöne Stiefel. Nun gut. Wollt ihr noch reingehen? Ja, cool. Erstmal Licht anmachen. Okay, nein. Leder, Schweinehaut, okay. Okay, was haben wir hier noch? Kerze braucht man immer. Bisschen meditieren. Das sollte reichen. Okay, so, alles gut. Das war's doch hier, ne? Oder? Jo.
Okidoki. Mal eben kurz hier rumgucken. Mehr war das nicht, ne? Plätze? Ja. Mal kurz speichern. Kannst du Rauchplätze? Komm. Ja. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edriks Gedärmen nistet. Und Edrik haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edrik nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edrik helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskatzenblättern für den Bau. Seine Pusteln bedeckt ihr mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Verschwinden wir, Jungs. Es klappt. Sehen, was das für einer ist, der Edriks Freunde so aufgebracht hat. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter über stillem Wasser bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein. Weidler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weidler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin?
Prinzessin, meine Ziege, sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Right button, lalala. Und kriegt die Ziffer. Aha, okay, alles klar. Ich sag mal, das Prinzesschen suchen wir lieber in der nächsten Session. Jetzt mache ich mal eine kleine Pause und dann sehen wir weiter, okay? Bis dann, ciao!